Hallo und herzlich willkommen hier bei kleinehandwerker.de, dem Online-Blog zum Thema Basteln, Bauen und Kinderwerkzeug. Heute einmal mit einer Anleitung, wie man eine Laubsäge in drei einfachen Schritten einspannen kann. Was brauchen wir dazu? Natürlich eine Laubsäge. Hierfür verwenden wir die Pebaro Laubsäge, die war in einem Laubsägeset, ein Starter-Set für Kinder mit dabei, das stellen wir euch in einem anderen Video vor. Selber die Säge ist ein schönes Werkzeug, hat dementsprechend Maße von 13 cm und der Bogen hat eine Tiefe von 30 cm. Woraus besteht so eine Laubsäge? Natürlich aus einem Griff. Wir haben zwei Flügelschrauben, hier dazwischen wird dann das Laubsägeblatt eingespannt und wir haben dann hier den Metallbogen und hier gibt es verschiedene Tiefen. Für Kinder sind 30 cm, bei Erwachsenen dann 32 cm, das macht aber gar nicht so einen Riesenunterschied. Gut, wie spannen wir das Ganze ein? Zuerst kommt es mal, dass wir die Laubsäge selber fixieren müssen und spannen müssen. Ganz wichtig, hier sollten Erwachsene ihren Kindern dementsprechend helfen, um die Verletzungsgefahr zu minimieren, zu vermeiden. Und wie spanne ich das Ganze ein? Also es geht darum, dass da am Schluss das Laubsägeblatt unter Spannung ist. Jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, ich bin ganz kräftig und drücke das Ganze mit meinen Händen zusammen und spanne das hier ein. Das ist dann doch eher beschwerlich und kann auch ins Auge gehen im wahrsten Sinne des Wortes. Zweite Möglichkeit, ich nutze einen Gegenstand und spanne das hier dagegen. Vielleicht auch hier so ein Laubsägetisch. Ganz unterschiedlich. Oder die dritte Option von uns bevorzugt und auch die sicherste. Ich nutze so ein Laubsägetischchen, das brauche ich meist sowieso. Hier lege ich nämlich meine Arbeit drauf und kann sie dann sägen. Das Ganze wird mit einer Klemme dann am Tisch fest fixiert. Und dann habe ich bei den meisten solche Einkerbungen mit dabei und kann hier sehr schön meine Laubsäge einspannen, habe die Hände frei und kann jetzt arbeiten. Wenn ich die Laubsäge fixiert habe, dann nehme ich mir das richtige Laubsägeblatt. Wir haben hier dementsprechend einmal eins schon bereitgelegt. Dieses Laubsägeblatt muss ich prüfen, nämlich in welche Richtung gehen denn die Zähne. Wichtig ist, die Laubsäge ist eine Zugsäge, das heißt, wenn ich die Laubsäge nach unten ziehe, dann sägt sie. Dementsprechend sollten auch die Sägezähne nach unten zeigen. Es gibt verschiedene Laubsägeblätter. Wir haben hier ein gerades, es gibt aber auch runde. Beide haben ihre Vorteile. Gerade wenn man dementsprechend grobe Muster sägt und runde sind sehr schön, wenn man viele kleine filigrane Bewegungen und Wendungen hat. Gut, wir haben hier dieses gerade Laubsägeblatt in der Größe 3. Für Sperrhölzer von 4 bis 6 mm Stärke empfehlen wir immer Größe 3 oder Größe 5. Und wenn ich das jetzt einspannen möchte, dann ist es ganz wichtig, Sägezähne nach unten. Das kann ich durch einfaches Fühlen hier herausfinden. Hier merke ich nichts, wenn ich nach oben gehe, bleibe ich ein bisschen hängen. Und jetzt spanne ich dieses, ganz wichtig, zuerst auf der gegenüberliegenden Seite vom Griff ein. Ja, ich öffne hier diese Flügelschraube, das kann ich relativ einfach tun. Setze dieses bündig ein, drehe wieder zu und mache das erstmal auf einer Seite fest. Um das auch besonders fest zu machen, gibt es in der Regel bei diesen Flügelmuttern auch so einen Spannschlüssel mit dazu. Den kann ich dann noch verwenden und kann das richtig fest anziehen. Jetzt haben wir hier eine Seite. Dann nehmen wir uns die zweite Seite vor, lösen das und können hier das Laubsägeblatt einlegen, fixieren es ebenfalls, um sicher zu gehen, nochmal mit Spannschlüssel. So. Und schon haben wir das Laubsägeblatt auch ausgerichtet und eingespannt. Zu guter Letzt lösen wir das Ganze nochmal, überprüfen es. Jetzt ist Spannung auf der Säge. Wir hören das auch an dem Geräusch. Testen nochmal, ist da Spannung drauf? Super, passt, also mit einem leichten Druck. Und dann können wir auch anfangen und können jetzt mit unserer Laubsägevorlage hier dementsprechend ein Motiv aussägen. Relativ einfach, relativ schnell und mit Laubsägetischchen auch gar nicht mal gefährlich. Gut, das war's auch schon. So schnell könnt ihr ein Laubsägeblatt wechseln. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei euren nächsten Laubsägeprojekten. Und wenn ihr weitere Informationen sucht zum Thema Laubsägen oder Basteln mit Holz, dann schaut doch auch auf unserer Webseite vorbei, kleine-handwerker.de. Den Link findet ihr unter dem Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch.